Der Vorschlag von Damba. Check it up. Wir sprechen mit dem Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko. Herr Klitschko, wir hören, dass internationale Journalisten das Zentrum von Kiew verlassen, weil es da zu gefährlich ist. Wie schätzen Sie denn im Moment die Situation in Ihrer Stadt ein? Die Situation ist gefährlich für jede ukrainische Bürger. Weil sehen wir, was passiert in Kharkiv, in Mariupol, in anderen Städten, die ständig, die, zum Beispiel die ganze Nacht hören wir die Sirenen, Alarm und Leute dann laufen in Bunkers. Sein Deutsch ist schlechter geworden, oder? Kann es sein? Oder hat er schon immer so gesprochen? Die Situation ist gefährlich, weil jeden Tag sterben nicht nur Soldaten, ukrainische Soldaten, jeden Tag sterben. Da bin ich gespannt, King 34. Haben Sie einen Überblick, wie viele Zivilisten in Kiew schon gestorben sind? Circa 100. Wissen Sie, haben Sie einen ungefähr Rest Ahnung, in peace. Was Ihnen bevorsteht in nächster Zeit? Haben Sie eine Ahnung, was die russische Armee plant? Selbstverständlich, das ist vier darf Mörder. Eine weitere die, mit vier. Von, aber bitte von absolut kein einziges, was auch nur in die Nähe von 20 Minuten kommt. Und deswegen, das ist eine Wahnsinn, eine Menge von Armee, von russischen Soldaten, von Norden und von Westen, von Kiew basiert. Jetzt im Moment. Oder so. Finde ich nice. Sprechen. Danke dafür. Mit einer Gruppe, der russischen Gruppe und Repräsentative von ukrainischer Seite versuchen, einen Weg zu finden. Aber denke ich mal, was von Weg? Das ist das klare Antwort. Verlassen Sie bitte unser Land und hauen Sie bitte ab von unserem Zuhause. Ja, sorry, das ist klare Antwort. Was, wie können Nein, er hat 100% haben? Recht. Was können wir noch geben? Wir sind, erleben eine schreckliche Zeit. Und noch dazu möchte ich auch sagen, wenn ihr Deutsche, ich möchte nicht sagen, dass es, ich fühle mich in Deutschland adaptiert, zusammen mit Bruder haben wir, ich fühle mich, Deutschland war niemals fremd für mich und fühle ich mich nie fremd in Deutschland, aber trotzdem, wenn ihr Deutsche, möchte ich sagen, denken Sie, Sie sind weit weg, von Russland. Das ist eine Fälle. Wo ist die Grenze von Ambition von Putin? Wo ist die Grenze Ambition, die seine Idee oder seine Imperie aufzubauen? Donetsk, Lugansk? Nein, sehen wir es weiter. Jetzt ist Kiew oder Grenze von Polen oder Grenze von Deutschland oder ehemalige DDR wieder aufzubauen. Wissen Sie was, nach solchen Attentaten... Also, es ist nicht von der Hand zu weisen, dass Putin offensichtlich größere Ambitionen hat. Da, also hat er hundertprozentig recht. Trotzdem wird hier natürlich schon auch so ein bisschen so eine Urangst vor der Sowjetunion erweckt. Aber ja, es ist pauschal nicht falsch. Da kann man trotzdem natürlich im Prinzip nicht widersprechen. Ja, also Putin will auf jeden Fall seine Macht erweitern, so oder so, egal auf welche Art und Weise. Ob er jetzt wirklich konkret bis zur Grenze der DDR gehen will, also ich bezweifle das. Ich bezweifle ja bis dato, also ich habe mich geirrt, ich hätte nicht gedacht, dass er überhaupt den offenen Konflikt generell in dieser Sache sucht, hat er doch gesucht. Aber ich bleibe trotzdem weiterhin dabei. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Putin den Schritt gehen wird, um einen NATO-Mitgliedstaat anzugreifen, weil er ja auch ganz genau weiß, dass dann alle anderen NATO-Mitgliedstaaten verpflichtet sind, sich einzumischen. Und diesen Konflikt wiederum, dann kann Russland ja nur verlieren. Deswegen, also ich bezweifle, dass er jetzt irgendwie die Grenze der DDR wiederherstellen will. Ja. Was erleben wir letzte Woche? Möchte ich eines sagen, der Mann ist nie gesund. Das ist tausende Menschen allein, nein, tausende Menschen gestorben, mehr als 10.000 Menschen in diesem Krieg schon gestorben. Millionen Leiden. Sie haben, Herr Klitschko, Sie haben Herrn Putin... Larry, weil
Russland militärisch gesehen gegen die gesammelte Kraft der NATO-Staaten keine Chance hat. Darum. Das Einzige, wo Russland auftrumpfen kann, sind die Atomsprengköpfe. Und es wäre Schwachsinn, sich darauf zu verlassen in einem globalen Konflikt. Das würde ja nichts bringen. Du darfst ja nicht vergessen, Atomsprengköpfe hin oder her. Wir haben das ja letztens uns schon mal angeguckt hier im Stream. Russland hat, glaube ich, über 6000 Atomsprengköpfe, aber aktiv einsatzbereit sind nur 1200. Die USA, die nur die Hälfte haben, also 3000 irgendwas, haben 1800 aktiv bereit zum Einsatz. Und wir leben ja irgendwie nicht mehr im Jahr 1960 oder so. Wenn irgendwo auf dem Planeten ein Atomsprengkopf scharf gemacht wird, dann mit der heutigen Technologie wissen die anderen direkt Bescheid. Also wenn irgendwo eine Rakete hochgeht, dann steigt auch eine Abfang- oder eine Abwehr- oder sonst was Rakete in die Luft. Also so einfach ist es jetzt auch nicht. Und militärisch gesehen, global gesehen, hat doch Russland einfach keine Chance gegen die NATO. In der NATO ist ja nicht nur ein Land drin. Da sind die USA, Frankreich, Großbritannien, Deutschland. I don't know. Putin 2011 ja auch mal getroffen. Was für einen Eindruck hatten Sie von ihm und haben Sie eine Idee, wie man ihn stoppen könnte? Nur gemeinsam mit dieser Stadt. Gemeinsame Position. Ich möchte bedanken von allen Ländern, wer hat eine starke Position. Und noch dazu, ich verstehe, dass es die wirtschaftlich in Europa sehr viel. Sein Bruder spricht besser Deutsch, war immer so. Doch, das ist mir schon aufgefallen. Nur fand ich es gerade besonders krass, aber vielleicht habe ich ihn einfach nur lange nicht mehr sprechen. Ich könnte mir halt vorstellen, dass wenn er halt jetzt schon so lange in Kiew ist und Bürgermeister und bla, dass man das halt auch wieder verlernt. Von Gas, Öl, aber das ganze Geld, was Russland bekommen, die investieren nicht in seine Wirtschaft, die investieren nicht in... Und von den 1200 muss man noch zwischen strategischen und taktischen Atombomben unterscheiden. Die strategischen sind die Atombomben, an die wir denken. Aber der Großteil wird aus taktischen bestehen, die immer noch krass sind, aber keine Großstadt auslöschen. Okay, gut zu wissen, Ruffys Reise. Sein Land, die investieren in Armee und danach die Armeen benutzen als Instrument gegen andere Länder. Haben wir gesehen, was in Syrien passiert und haben wir gedacht, dass es niemals passiert mit der Ukraine. Jetzt sehen wir. Was meinst du damit, Ralf? Wie können wir gemeinsame starke Position, das ist jeder russische Bürger muss verstehen, dass es, er muss Druck auf seinen Präsidenten machen. Schon tausende Leichen schon nach Russland gefahren oder nie gefahren oder hier geblieben. Aber das ist Sonne, das ist Männer, das ist russische Bürger. Wieso? Wieso das, er macht das mit einer verrückten Idee, Imperium aufzubauen? Wie ist das mit Ihnen? Wie ist das mit Ihnen persönlich? Sie waren erfolgreicher Sportler. Sie haben sich dann in die Politik begeben. Hätten Sie jemals damit gerechnet, dass Sie sich in einem Krieg wiederfinden? Niemals. Niemals. Wissen Sie was? Ich fahre jetzt im Moment und motiviere ich um Kiew in Blogpost die Leute, wer hat einen Beruf, zum Beispiel ein Geigerspieler. Ja, auf jeden Fall, Darth Mörder hat recht. Lass mal bitte bei der zweiten Liste die Videos nicht über 10 Minuten gehen, weil ich habe auch gar nicht darauf geachtet, dass auch das Video schon eine Viertelstunde natürlich geht und wir hier gerade mal die Hälfte rum haben. Und wir sind ja trotzdem schon seit 2 Stunden und 40 Minuten live, also in 20 Minuten sind wir schon wieder 3 Stunden live. Andere Wahl, wir müssen unsere Häuser, unsere Familie verteidigen. Angeblich stehen Sie selber auch auf einer Todesliste der Russen. Haben Sie Angst, dass Sie möglicherweise diesen Krieg nicht überleben könnten? Ihr Präsident hat diese Angst. Er sagt, er ist Ziel Nummer 1. Ich bin hier. Ich komme von Militärfamilie. Mein Vater war Luftwaffe-Offizier. Mein Großvater war auch Offizier. Ich war Soldat und habe ich gespürt, mein Land zu verteidigen. Und wenn ich muss sterben. Ja, weil Irak kein NATO-Mitgliedstaat ist, ne? Für sein Land zu sterben. Für jeden, wer sein Land liebt.
gibt es in der jetzigen Situation irgendetwas, was Sie fordern von der Welt, auch speziell von Deutschland, was die Welt tun kann, um Ihnen zu helfen? Die Maske von Russen geht runtergefallen. Wir sehen das echte Gesicht. Das ist keine Kooperation mit Russen. Die jede Dollar, die jede Euro, was geht? Ich finde, in allem, was er da sagt, kann man ihm eigentlich zustimmen. Aber das ist natürlich auch seinen schlechten Deutsch-Skills wahrscheinlich ein Stück weit zu Schulde zuzusprechen. Ihr wisst, was ich meine. Aber ich finde es problematisch, dass er hier von den Russen spricht. Ich finde, man sollte es vermeiden, so zu sprechen, weil das sorgt für Stigmatisierung pauschal jedes russischstämmigen Menschen und das ist nicht Sinn der Sache. Dann werden Leute diskriminiert, die überhaupt gar nichts für die Politik von Putin können. Man sollte darauf achten, dass man das nicht macht. Das ist nicht richtig. Mit den Russen nicht arbeiten, nicht gut. Das sollte man vermeiden. Wie gesagt, klar, er spricht auch mit Sicherheit nicht so gut Deutsch, aber dann sollte man vielleicht vorher kurz sich absprechen mit einem Berater, der gut Deutsch spricht, um solche Formulierungen zu vermeiden. Ich bin mir sicher, dass er da keine böse Absicht hat, aber und dass er damit natürlich die Regierung meint, aber im Deutschen ist es halt so. Deutsch ist eine präzise Sprache, man muss aufpassen, wie man solche Sachen formuliert. Russland investiert in die Mittel, militärische Mittel. Wir sehen, das ist wie unberechenbar. Russland ist unberechenbar. Keiner hat vorgestellt, dass so etwas passiert. Habe schon zigmal gesagt, damals Donetsk, Lugansk, und jeder hat nie geglaubt. Ohne finanzielle Unterstützung, ohne Waffenlieferung, ohne Propagandakrieg, dieser Krieg in Ostukraine wird niemals passiert. Krim-Annexion. Stattdem die weitere Zusammenarbeit mit Russland, ich verstehe, dass es die Wirtschaft funktioniert, aber trotzdem, das ist eine Gefahr. Und wir kämpfen, Sie müssen verstehen, wir kämpfen nicht für uns, wir kämpfen auch für das Werte. Wir kämpfen auch, wenn werden wir verlieren. Ja, und ich bin stolz darauf, Ralf, dass Deutschland damals Nein gesagt hat. Für ganze Europa, für die ganze Welt. Und Sie müssen das alles begreifen. Jetzt hat Deutschland aber immerhin... Stimmt, Hafnis. Habe ich am eigenen Leib erfahren. Ihnen in Kiew noch rechtzeitig an, damit Sie sich verteidigen können? Hoffe ich. Habe ich noch nie gesehen, habe ich nur gehört. Die Waffe wird geliefert und deutsche Waffen habe ich leider noch nie gesehen. Können Sie sich im jetzigen Moment irgendeine Lösung vorstellen, wie dieser Konflikt schnell beendet werden kann? Was kann passieren? Was muss passieren? Ja, denke ich auch, Ruffies. Trotzdem gibt er gerade ein Interview mit einem deutschen Medium. Ich sehe nur ein Horror-Szenario. Ich sehe. Wissen Sie was? Ich hoffe, meine Rede wird Präsident Putin hören und morgen nimmt seine Soldaten und geht weg zum Russland. Aber wissen Sie was? Er ist Macho. Er will seine Stärke zeigen. Er kann nicht verlieren. Und deswegen er wird weiter angreifen. Und nur unsere Wille und unsere Antwort kann ich ihm stoppen. Auch mit eurer Hilfe. Wenn alle Politiker in der modernen Welt wird das alles stoppen, das wirkt zusammen eine riesige Druck zu machen. Anders funktioniert nicht. Leute in Kiew sitzen eine Woche in Bunkers. Frauen, Kinder. Was können wir noch sagen, dass es ein Kampf nicht gegen ukrainische Militär? Er erzählt, die Russen ist zombiert in Russland. Die Propaganda wirkt so stark, die fest glauben, die kämpfen gegen Narzissten, Nationalisten, Radikalen, Extremisten. Die alle hassen hier Russen. Ich spreche mit meinen Verwandten in Russland und die erzählen mir, weil in Regierung diejenige hasst die Russen. Ich habe gesagt, nein, wir hassen niemals Russen. Wir hassen diese Politik. Was macht die Russische Föderation? Okay, jetzt hat das im Prinzip auch zum Glück selber richtig gestellt. Dann ist ja cool. Wie kann ich Russen hassen? Meine Mutter ist Russen. Die Hälfte von meinem Blut ist russisches Blut. Das ist nicht die Frage Nationalität, das ist die Frage der Werte. Das ist die wichtigste.
Und ich möchte eine sagen, das ist eine sehr schwierige Situation. Sehr schwierige Situation und Antwort in unsere Hände. Glaube ich, die leichteste und einfachste, Hände hoch und aufgeben und sagen, ja, herzlich willkommen, wir werden ein Teil von russischer Imperie, von Russland, und er wird Janukowitsch, habe ich gehört, zurück, ehemaliger Präsident, war es Verräter, war es verflüchtet 2014. Wer will nicht, wer hat versprochen, Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union zu unterschreiben, und will nicht machen, weil Putin sagt nein. Eine Marionette aufsetzen, nein, das ist so, man kann nicht, das ist nicht unser Ziel, ja, haben wir keine andere Wahl. Was machen Sie jetzt konkret als Bürgermeister, um Ihre Stadt auf die nächsten Tage vorzubereiten? Civil Defense vorbereitet. Ich bin auch für, das muss keine humanitäre Katastrophe sein, weil Leute müssen eine Lebensmittel, das ist alle, die ganze Zeit. Nicht nur ältere Deutsche, alle möglichen Leute haben irgendwelche bekommen, schlauen die Fragen und Ideen gehabt damals, Tafnis. Und ich habe auch auf Leute gehört, die schlecht über Griechen geredet haben, die mich nicht gesehen haben oder nicht wussten, dass ich Grieche bin. Das war ekelhaft zu der Zeit in den Jahren auf jeden Fall. Zum Kümmern um Menschen gleichzeitig, und das ist, möchte ich eine sagen, dass es in Kiew mehr als 3 Millionen Anwohner, und denke ich mal, Hälfte schon geflüchtet, Hälfte ist schon nicht da, und deswegen wir müssen sehr viele Sachen arrangieren in unserer Stadt, und in gleichzeitig wenn bekommen wir Bombardierung, Raketenanschläge, die Snipers manchmal, die Terrorgruppen hier. Ein Horror, das habe ich nie gedacht, dass so etwas kann passieren in meiner Stadt. Denke ich mal, wache ich auf und denke ich mal, das ist ein Traum, aber das ist leider Realität. Ich danke für Ihre Zeit. Ich danke für Ihre Zeit. Ich merke, Sie tun alles, um Ihre Bürgerinnen und Bürger in Kiew zu schützen. Bitte passen Sie auch auf sich auf. Danke schon. Alles in Ordnung. Ich bin verantwortlich für die ganze Stadt, und ich mache alles, was von mir abhängt, weil Leute hat mir Recht gegeben, dass es seine Interessen und sein Leben zu verteidigen. Das werde ich machen. Und bleiben Sie bitte, Deutschland, bleiben Sie bitte mit uns, weil wir kämpfen auch für deutsche Werte. Weil die Grund, Sie müssen verstehen, der Grund von diesem Krieg, wir wollen ein Teil von europäischer Familie zu sein. Und das passt nicht in Rahmen, in Vision von Putin. Er hat ganz andere Vorstellungen. Die Botschaft ist angekommen. Ich danke Ihnen und sage ganz bewusst auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja, also insgesamt starkes Statement von Vitali Klitschko. Ja. Man kann nur das Beste hoffen in dieser Angelegenheit und für die ukrainische Bevölkerung.